Kameradinnen und Kameraden da draußen an den Feldpostnummern. Ich grüße euch herzlich aus dem Knüllwald, mal wieder nach 4 Wochen, kurz vor 8. Mai und das aus ganz bestimmten Gründen. Es gibt wie immer eine Reihe guter, schlechter und einige schlechte, gute Nachrichten. Die schlechte ist, wir leben immer noch in Corona-Zeiten, der ganze Affenzirkus nimmt kein Ende und die Kommentarspalten sind voll, Völler am Völsten. Und es wird höchste Zeit, dass dieser Spuk irgendwann mal ein Ende hat, denn wie man unschwer erkennen kann, es wird Zeit, dass ich zum Friseur komme. Denn nochmal 13, 14 Tage ohne Friseur und ich kann den Rasenmäher anschmeißen. Und was dann noch in schweren hinzukommt, ich schätze mal, dass als erstes ca. 30 Millionen deutsche Frauen zum Friseur wollen. Ne? Also werden wir uns da wohl hinten anstellen müssen. Also, eine gute Nachricht ist die, dass es uns trotz Corona und anderer Widrigkeiten gelungen ist, unser neues Heft rauszubringen. Unser 64-Seiter, unsere sogenannte Zeitschrift und natürlich unser Werbeblatt, den sogenannten 8-Seiter. Die sind ja ineinander integriert. Die schlechte Nachricht ist, wir konnten das Ding nicht drucken und werden das in absehbarer Zeit auch wohl nicht können. Aber dafür haben wir das auf unsere Internetseite gestellt zum Downloaden und zum selber Ausdrucken. Das habe ich zum Beispiel selber ausgedruckt. Und man kann das gesamte Heft normal durchblättern, wie als wenn es bei euch auf dem Schreibtisch liegt. Also, das gesamte Heft kann man einsehen und sollten die Spenden wieder erwarten, wieder zunehmen, wenn Corona vorbei ist oder auch während Corona und genügend Geld da ist, dann werden wir es selbstverständlich wieder drucken. Aber wir müssen unsere Mittel so sparsam einsetzen und vernünftig einsetzen, und das tun wir auch, dass wir Corona überleben. Ne? Nicht, dass wir jetzt noch eine Ausgabe rausgeben und anschließend sind wir weg vom Fenster, denn es wird auch eine Zeit geben nach Corona. Und dann legen wir natürlich wieder los und dann haben, ja, dann hoffe ich auch, dass die Spenden wieder ausreichen, beziehungsweise die freiwilligen Zuwendungen, dass wir die Dinge auch wieder drucken und versenden können. Und das ist leider eine Menge Geld, was das jedes Mal kostet. Und von Abonnenten, das ist den meisten von euch wohl auch klar, habe ich auch oft genug erklärt, kann man nicht leben. Die meisten Zeitschriften leben ja von den Abonnenten, von den Anzeigen, aber Anzeigen haben wir nicht. Wir kriegen höchstens mal eine Anzeige von der Staatsanwaltschaft, aber die kosten meistens Geld. Also in diesem Sinne, schaut euch das auf unserer Internetseite an. Die wird eingeblendet hier unten und sie steht auch auf YouTube in den Textzeilen da unten drunter. Da könnt ihr aber bestellen, könnt ihr die Sache zurzeit nicht. So, das ist soweit und so gut. Was aber der Hauptgrund heute ist, ist der, dass wir kurz vor dem 8. Mai stehen. Der 8. Mai, Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Die meisten von euch, so hoffe ich, kennen das, auch unter der Krabbelgruppe unter 30 oder unter 40. Und dieser 8. Mai ist schon ein besonderes Datum für uns. Gerade für uns Deutsche und besonders auch für die jungen Deutschen. Und dieser 8. Mai wird ja mittlerweile als Tag der Befreiung gefeiert. Und sogar von den Deutschen. Ja. Und dazu habe ich mal 2 Reden rausgesucht. Auch diese Reden habe ich auf unsere Internetseite gesetzt. Auf unsere Internetseite. Ihr solltet euch die runterladen und lesen, denn sie sind sehr bemerkenswert. Ich habe hier einmal eine Rede vom Professor Dr. Helmut Diewald. Die meisten von euch werden den wahrscheinlich nicht mehr kennen. War ein Historiker, der sehr aktiv gewesen ist, einer der ersten von der sogenannten Neuen Rechten. Hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der Deutschen und hat da was ganz Besonderes gemacht. Er hat die Geschichte nicht von null nach vorne, sondern umgekehrt. Er ist angefangen nach Kriegsdeutschland und hat das Ganze dann rückwirkend betrachtet. Ein sehr aufsehenerregendes Buch und hat natürlich, und das war immerhin 1978, glaube ich, da gab es dann noch nicht diese verschärften Paragraphen Holocaust, sehr stark an diese Dinge gezweifelt, hat wissenschaftliche Ergebnisse gebracht und er war einer der ersten, dessen Buch verboten wurde. Er musste es dann beim Nachdruck gewisse Passagen rauslassen. Und wie gesagt, das ist schon vor 40 Jahren der Fall gewesen. Und der Rest wurde dann
wurde zwar angeklagt, wurde aber freigesprochen, aber die Bücher wurden und blieben eingezogen. Wenn also jemand heute noch ein Buch findet, die Geschichte der Deutschen, sollte er sich das unbedingt besorgen. Es ist ein einzigartiges Zeitdokument. So, warum jetzt gerade zwei? Der eine ist, wie gesagt, von Professor Diewald. Der hat im April, Mai 1985 eine Rede geschrieben. Und der andere ist von dem Ernst Krahn, einem Pfarrer, die er letztes Jahr gehalten hat, zum 8. Mai. Und beide Reden sind sehr unterschiedlich, aber sie haben einige gemeinsame Punkte. Sie sind in ihrem Stil und in ihren Aussagen brillant und hervorragend. Der eine sehr bissig, er ist Pfarrer, Ex-Pfarrer gewesen, wissenschaftlich fundiert, spricht die Wahrheit, und auch Professor Diewald auf höchstem Niveau. Also sehr gute Reden, wovon wir lernen können. Das ist das Gute an beiden. Das Schlechte an beiden ist, sie haben absolut nichts bewirkt. Absolut nichts bewirkt. Diesen Schuldkult, der verheerende Auswirkungen für uns Deutsche hat, das fing an 1985, also vor 35 Jahren, hat dann der Weizsäcker zum ersten Mal gesagt, wir Deutschen sind ja eigentlich befreit worden. Und das muss man sich mal vorstellen, das war vor 35 Jahren. Und vor 35 Jahren sind dann die Deutschen, die rechten Deutschen, die Intellektuellen, die Parteien, alles, was sich rechts und weiter hielt, haben angefangen, dagegen anzustinken, anzuschreiben und haben gemahnt und gemahnt und wenn nicht und nicht und nicht. Und das ist eben das Problem, dass dann diese Leute hervorragende Reden schreiben und dann nach Hause gehen. Und die, die zugehört haben, hören zu, klatschen Beifall und gehen auch alle nach Hause. Und das hat dazu geführt, dass ja, wir den heutigen Zustand haben. Dazu möchte ich mal ein, zwei Zitate zitieren. Ich habe es sogar vorhin gehabt noch hier. Ach, jetzt habe ich sie weggepackt. Was dann schon 10 oder 20 Jahre später möglich war. Ich will damit sagen, wir alle, die Älteren zumindest, und die Deutschen haben schon vor 30, 40 Jahren gewusst, was auf sie zukommt. Sie haben es trefflich analysiert und beschrieben und haben vor den Folgen gewarnt. Mehr nicht. Mehr ist den meisten Deutschen oder allen Deutschen bis heute dazu nicht eingefallen. Weder die NPD, weder die Republikaner, und heute gilt das Gleiche der AfD. Sie wird auch nichts ändern. Der Niedergang unseres Volkes, der schon in unserem Volk bekannt ist, seit über 40 Jahren, wird weitergehen. Denn überlegt euch mal folgende Sätze, die da jetzt gekommen sind. Trotz dieser Warnungen vor 35, 40 Jahren, möchte ich euch jetzt mal was vorlesen von einem Ibrahim El Zahütat. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist der Präsident der islamistischen Gemeinschaft in Deutschland. Der hat bereits 1998, also knapp 20 Jahre später, Folgendes gesagt, obwohl es alle gewusst haben. Deutschland ist unser Land und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der Hilfe Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen und es der islamischen Umma zur Verfügung stellen. Wir wissen es, das ist denen ihr Ziel. Und sie arbeiten dran und sie arbeiten jeden Tag mit Erfolg daran. Sie sind immer erfolgreicher und wir nehmen mit Erfolg ab. Aber das reicht noch nicht. Noch ein weiteres. Und zwar hat ein M. Walid Nashkanbadi, Geschäftsführer der Fernsehproduktionsfirma AVE, er ist deutscher Staatsbürger afghanischer Herkunft, ein bekannter Filmschauspieler, Regisseur, Buchschreiber, und der maß sich Folgendes anzusagen. Also, dieser afghanische Deutsche oder deutsch-afghanischer sagt Folgendes zu uns Deutsche. Ihr habt nur die Chance, mit uns zu leben. Ein Leben ohne uns wird es für euch nicht mehr geben. Die Ibrahims, Stephanos, Marios, Lailas
und Sorjaras sind deutsche Realität. Ihr werdet es nicht verhindern können, dass bald ein türkischstämmiger Richter über euch das Urteil fällt. Ein pakistanischer Arzt eure Krankheiten heilt, ein Tamile im Parlament eure Gesetze mit verabschiedet und ein Bulgare, der Bill Gates in Euronews Economy wird, meine Güte, diese ausländischen Worte. Nicht ihr werdet die Gesellschaft internationalisieren, modernisieren und humanisieren, sondern wir werden es tun. Für euch. Ihr seid bei diesem leidvollen Prozess lediglich Zaungäste, lästige Gaffer. Wir werden die deutsche Gesellschaft in Ost und West verändern. Ich möchte diesen letzten Satz nochmal lesen. Ihr seid bei diesem Prozess lediglich Zaungäste, lästige Gaffer. Also dieser Typ nennt uns lästige Gaffer und das höchstwahrscheinlich sogar zu Recht. Denn zu mehr hat es bei den allermeisten Deutschen bis heute nicht gereicht. Wir schauen seit 40 Jahren mindestens tatenlos zu, wie unser Volk den Abgang runtergeht. Selbst der Umerziehung haben wir nichts entgegengesetzt. Den Schuldkult, dem haben wir nichts entgegensetzen können. Und woran liegt das? Weil, aus meiner Sicht, weil die Deutschen untereinander zerstritten sind, zerstritten werden, weil wir unterwandert sind von Verrätern, weil auch viele in der rechten Szene Egomanen sind, eine Zusammenarbeit ablehnen, weil es viele nur für Geld und Posten geht und um Ansehen und ein Egoismus herrscht, der zum Volkstod führt. Und das muss sich in naher Zukunft ändern, in ganz, ganz naher Zukunft. Sollten wir das nicht ändern, dann ist eines Tages in naher Zukunft der 8. Mai für viele hier Lebende in der BRD wirklich ein Tag der Befreiung, nämlich ein Tag der Befreiung von uns Deutschen. Und jetzt sagt mir ja nicht, das sei nicht möglich. Ja, wir haben bereits über 30 Millionen Ausländer hier wohnen und es gibt noch knapp 40 Millionen Deutsche. Und das Verhältnis gibt, mit jedem Tag gibt es schneller. So, und aus diesem Grunde lege ich euch diese beiden Reden ans Herz, denkt darüber nach und wir müssen unsere Methodik ändern. Es gibt da der ein oder andere Ansatz. Ich sehe das im Internet und dann werdet ihr sehen, es gibt noch was viel Gefährlicheres wie Corona und andere Dinge, ja, die viel, viel schlimmer, die viel größere Auswirkungen auf uns haben. Und auch noch, wir sollten nicht so sehr auf eine dritte, vierte, fünfte, sechste Macht hoffen, auf die Amis hoffen oder sonst irgendjemand oder auf einen alten Kaiser, der wieder neu kommen will. Kamerad, wir können uns nur selbst verteidigen, selbst befreien. Ja, in uns liegt die Kraft und die müssen wir wachrütteln. Und das hoffe ich euch, dass mir das hiermit geschehen ist bei euch. Wir sollten uns zusammensetzen. Erstmal nur die, die dazu bereit sind, die das hier vielleicht jetzt hören und sehen und sagen nochmal zu. Alles klar, lass uns nach neuen Wegen, nach neuen Möglichkeiten suchen, Deutschland zu verhängen, das deutsche Volk zu retten. Und ich bin sicher, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Aber, weil wir in einer Demokratie leben, nicht, darf man darüber öffentlich nicht reden. Also in diesem Sinne, denkt nach, feiert den 8. Mai nicht, gedenkt ihn, der Millionen Opfer, die wir haben leisten müssen. Und ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder, entweder hier im Knüllfall oder auf einer Veranstaltung. Und der eine oder andere hat auch noch eine gute Idee, wie wir aus dieser Scheißsituation herauskommen. In diesem Sinne, heil euch und alles Gute.